Was soll ich jetzt hier eigentlich noch mal am Schiff? Ich denke noch mal, dass ich hierher muss, oder? Loading. Laden. Fragezeichen. Oh ne, komm. Autschen. Ach komm. Plan. Kollision in der zentralen Hangarbucht registriert. Rettungstruppen informiert. Die Schwarzen, was bedeuten das denn? Also die Schwarzen. Ich meine natürlich die Mensch, jetzt lass dich beschneiden von mir. Mann, komm, ja, ist klar. Wie viele jetzt kommen? What the fuck? Guten Junge, wo bin ich da? War ich noch einer gerade? Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Was? Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und, wo ist der Captain? Ja, ist ja nicht tot. Idiot. Hier ist der Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie kann. Was war das? Ja, wir müssen schon wieder zurück durch alles durch. Oh ne. Danke. Fürs Licht anmachen. Das war sehr. Jetzt. Okay. Wenn man jetzt geht's ja da zur Monorail. Wir sind aber sonst ja auch hier rüber reingegangen. Ah. Okay. Dann schien das wohl der längere Weg zu sein. Ja, ja, schreiben. So, einfach rückwärts raus bitte. So. Also ich komme schon wieder in den ganz neuen Bereich rein. Wo schon alles versorgt sein wird. Aber ich kann es mir das nicht vorstellen. So, hier bitte öffnen. Da auch öffnen. Nehmen wir mit. Nehmen wir nicht mit. Denn Inventar ist voll. So, das ist der Aufzug. Hier ist noch ein Räumchen. Öffnen wir bitte einmal. Gott. Die Toilette ist wahrscheinlich keiner gerne gegangen. Was bitte? Könntest du mir sagen? Geh nicht aufs Blut zu! Oh fuck! Das Ding ist ja riesig! Z-Bot, Cheese-Set. Okay. Zu den Aufzügen. Einmal aktivieren bitte. Das sieht aber schon ein bisschen komfortabel aus, wie den wir vorher benutzt haben. Der ja einsichtbar war von allen Seiten. Okay, ah, das ist der Shop. Ich höre die Tür. Ich höre die Tür. Die wir vorhin noch stoppen mussten. Damit wir überhaupt weiter konnten. Shop. Okay. Plasma-Cutter. Jetzt nicht mit der Maus arbeiten? Oh, Quatsch.
Steinkanone, Impulsgewehr, Anzug Level 2. Warte mal. Ja, sicher. Verkaufen. Mal mit. Schaden. Den gleich ausschauen. Ich hoffe, man sieht nicht mehr so süßen Nautilus hier. Also so ein halb kaputter Tauchanzug sieht es ja eher aus, finde ich, unser Anzug. Das ist jetzt Stufe 2. Man hat sich jetzt aber nicht wirklich verändert. Oder? Er hat sich doch nichts verändert, oder? Mann. Luftkanister? What the fuck? Kleiner Luftkanister, der die Luftanzeige wieder auffüllt. Okay. Gut, ja. Einfach mal mitnehmen. Plasma-Energie, Plasma-Cutter, Strahlenkanone. Der Cutter, 10.000 wert. Ich wüsste gar nicht, ich kaufe. Schäder. Ja, das wollte ich jetzt gerade machen, aber irgendwie geht's nicht. Ah, doch so. Gut. Wo muss man denn jetzt verarschen? Ah, okay. What the fuck? Joa. Das Ding. Kann ich behaupten? Habe ich überhaupt noch irgendwas großartig? Hier schon mal irgendwie. Knoten haben wir keine, nichts. Also war schlecht. Ja, ist sehr schlecht. Ja, hätten wir uns das jetzt hier sparen können, ranzugehen. Schade, habe ich jetzt sogar hier übersehen? Ja, natürlich doof. Okay, wir müssen in das Teil hier rein. System ist ein Mulor. Kann ich das von hier aus nicht starten? Hä? Was sagen wir, zählt mir laufen die Waffen an. Kapitel 1 abgeschlossen. Yay! Neuzugänge. Fortschritt speichern. Jo. Ladebildschirm. Okay, jetzt kommen wir da hin zur Krankenstation. Na super, da werde ich mich ja nur noch rumkriechen, oder? Das gefällt mir jetzt schon mal überhaupt nicht. Ich möchte hier nicht sein. Ach, what the fuck? Da lebt noch einer? Alles in Ordnung, McCoy. Wie ist denn das? Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen. Wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Ich mag nicht zu dir gehen. Kann ich jetzt? Ja, stopp bitte. Ah, jetzt. Chinese. Ach, F. Okay. Jetzt haben wir das erst erlernt. Ich dachte, das wäre schon vorher passiert. Ja, ist ja okay. Irgendwo weg. Da liegt noch was drin, ne? Oh Mann, das wird so ein Fehler sein, da reinzugehen. Ja toll, für kleines Medikit. Schon wieder ein Shop? Ist nicht ein bisschen viel? Ja, wir müssen jetzt die Chinesen setzen, denke ich. So, aus dem Weg. Jetzt kommen wir eigentlich schon rum, oder? Ja. Was?
Schemata. Was soll ich damit? Download im Shop. Achso. Ah, dann kann ich das wahrscheinlich... Hä? Wie soll ich das machen dann? Sicher wahrscheinlich an der Werkbank dann wieder herstellen müssen, oder? So, Shop. Hier runter noch ein Schema. Ja, bitte. Läuft. Ah, okay. What the fuck sieht das Ding krank aus? Okay. Ist aber noch ein bisschen teurer. Ein bisschen zu teuer für uns, weil wir gerade erst geshoppt haben. Ich will jetzt ja aber eigentlich nicht jeden Fuß eine neue Waffe kaufen. Aber wollen wir uns ja leisten. Isaac, sind Sie noch da? Alter, willst du mich verarschen? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Das glaube ich nicht. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Irgendwie glaube ich ihm jetzt nicht, dass sie gestorben ist. Wahrscheinlich hat er also noch geschubst oder so. Ja, das kann man sich so vorstellen bei dem Flug, oder? Ich traue es ihm zu, ja. Ja, doch. Warum nicht? Scheint ein kleiner Waffe zu sein. Lebenserhaltung? Okay. Ja, wir im Krankenhaus. Ja, nochmal 1000. Was? Achso. Wo habe ich denn hier zwei Zugänge? Okay. Bitte. Jetzt. Vielleicht. Geöffnet? Nee. Das hört sich gerade nicht so geil an. Ist das ein Lebenszeichen? Ist das ein Vieh? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, es ist kein Lebenszeichen. Was macht der? Er schlägt mit dem Kopf dagegen die ganze Zeit. What the fuck? Ich kann nicht schießen. Okay, also kommt jetzt ein Dialog oder wie? Oh, super. Oh. Station natürlich geht nicht an. Ja, so macht man das heute. Ne? Ja, geht schon wieder voll die Party, ey. Was ist denn da drin? Was ist denn da drin, ne? Ist das falsch? Ich mag das nicht wirklich vorlesen wollen. Wenn ihr es doch. Ja. Wenn ihr es doch wollt, dass ich das vorlese, soll ich es natürlich machen. Einfach beschätzen. Wo soll das jetzt hin? Ich bin jetzt gerade nicht so sicher, wo das Teil hin soll. Muss ich da oben hinziehen? Okay, never mind. Ah, hier war da gerade so ein strunzend blödes Vieh wieder da. What? Das Teil geht ja gut ab, ey. Ich war am Arsch. Achso, geschlossen, okay. Ich würde gerade rein. Schon wieder eine Werkbank. Warum so viele Werkbänke?